Herzlich willkommen auf dem Deckerfeld, FC Stein am Rhein 2 gegen den FC Ramsen 2. Hier die Aufstellung von Stein am Rhein. Kotovic im Tor, Mesquita, Vetterli in der zentralen Verteidigung, Schneider links, Geiger rechts, Schnarwiler und Schmid je rechts und links Offensive, Spieler Stamm, V zentrales Mittelfeld, V Andrin in der hängenden Spitze und Frei als einzige Sturmspitze. Dann auf der Ersatzbank haben Platz genommen Bischof, Casagrande, Isler, Lange und Meier und an der Seitenlinie Keller, Oliver. Dann hier der FC Ramsen, Weber im Tor, Gnädinger, Setteli, zentrale Verteidigung, Bierk rechts und Jalinc links in der Verteidigung, Setteli, Bader, zentrales Mittelfeld, Herren, Wäschle links und rechts, offensiv, Zwingenberger und Emro in den Sturmspitze, 4-4-2, also hier mindestens angezeigt. Dann hier die Ersatzspieler von Ramsen, Wunderli, Lötscher, Wasem und an der Seite ja, du und Wunderli. Ja, schauen wir mal, wie es heute dem FC Stein am Rhein geht. Er hat ja die Rückrunde recht gut begonnen. Man konnte da klare Fortschritte erkennen. Stein am Rhein spielt wie gewohnt in orangen Oberteilen und schwarzen Hosen von links nach rechts und der FC Ramsen Traditionen reichen gelb oben und blau unten. Dann hier versucht Stein am Rhein von Anfang an etwas Druck zu erzeugen. Hier Frei versuchte da etwas aufzubauen, dann hier Schmid mit dem Weitschuss und am Tor vorbei. Ja, hier sieht man nochmal Schmid zu einem schwachen Fuß, aber der Schuss war nicht so schlecht. Dann geht es weiter in die andere Richtung. Und hier lässt sich der Stürmer von Ramsen nicht stoppen und kann hier den Torhüter überloppen. Und nach 7 Minuten führt der FC Ramsen bereits mit einem Tor. Das heißt Stein am Rhein 0, Ramsen, ja das ist doch sehr schön gemacht, Ramsen 1. Etwas eine kalte Dusche für die Steiner, die sich da heute viel vorgenommen haben. Dann hier aufmerksam der Torhüter, der da immer mitspielt und hier diesen Angriff unterbindet. Dann Stein am Rhein mit einem Versuch und leider findet der Schuss nicht genügend Kraft auf das Tor. Dann hier und ja, so wie es aussieht, ist das ein Foul. Ja, hier weiter geht's. V schießt aufs Tor, aber verfehlt. Dann hier nochmals. Schnawiler kann sich da durchsetzen. Und hier mit vereinten Kräften kann sich Ramsen lösen. Hier sehen wir nochmals die Wiederholung. Da kommt Schnawiler nicht richtig an den Ball. Und somit ist die Gefahr gebannt. Hier tändelt Ramsen mit dem Ball herum und hier dann ein hartes Einsteigen der Nummer 10 ohne Möglichkeiten auf den Ball, schlägt er hier den V die Beine weg, dann das übernimmt Schmid und ja, schon bessere Freistöße gesehen von ihm, wesentlich bessere, dieser war dann wohl nicht sehr viel. Hier sehen Sie, normalerweise kommen die gefährlicher aufs Tor. Dann hier eine heikle Rückgabe für den Torwart. Aber der meistert das gut von Ramsen. Und die Steiner, man merkt es in dieser Phase. Und hier verletzt sich Frei sehr stark am Knie. Schauen wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Hier. Ich glaube aber, es ist sein linkes Knie, dass er sich verletzt, dass er ja bandagiert hat. Hier schauen wir nochmals. Hier hängt er mit dem rechten Bein ein und irgendwie verdreht er sich das linke Knie. Kann ich so nicht beurteilen. Auf jeden Fall konnte er nicht mehr weiterspielen.
da mit dem Bein hier hängt er so ein. Das ist eigentlich noch nicht weiter dramatisch. Aber das linke Bein wird dann irgendwie wie blöd stehen. Und er dreht sich das dann aus, das linke Knie, das bei ihm sowieso verletzt ist. Ich denke, er muss da, oder er wird da ausgewechselt. Ja, hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Wir wünschen gute Besserung auf diesem Weg. Dann hier kann sich Schneider den Ball erkämpfen, doch er verliert ihn dann wieder. Und oh, das war jetzt, der hat sich da extrem gesenkt, der Ball. Da schauen Sie mal, dieser Schuss, der Nummer 5 von Ramsen. Eigentlich ein super Schuss, der geht hoch, man meint, der geht weit drüber und jetzt, tack, fällt er runter wie ein Stein. Meine Güte, das war jetzt aber heikel. Da schauen wir es nochmal in der Zeitlupe. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Dann wieder mal die Steiner im Gegenzug. Die andere Richtung, wunderbarer Ball auf Schnauwiler und der so wählt das kurz jetzt lange Eck aus, den zweiten Pfosten hier, schauen Sie, und ich glaube, der Torhüter war noch leicht dran. Ja, man hört es, der war dran, der Torhüter, schauen wir nochmal. Ja, der musste sich da strecken und diese Ablenkung des Balls war nötig, sonst wäre diese Kugel drin gewesen. Dann die Ecke, hier, ja, stehen sich die Steine ein wenig selber im Weg und dann hier lange versucht, eine Direktannahme hier nochmals. Da, hier stehen zwei Spieler, wollen auf den Ball. Und dann hier lange versucht, Volley, er trifft ihn auch, aber es gibt dann eine Ecke nochmals. Dann wieder Schmid, dann war zu nah ins Tor, darf er gleich nochmals. Jetzt, ja, eine sichere Beute für den Ramsener Torwart. Dann Ramsen wieder im Gegenzug. Dann hier mit vereinten Kräften bringt man den Ball nicht weg, doch hier dann nichts weiter geschehen. Dann hier super gemacht von Pfau, aber verliert dann den Ball. Hat sich den dann am Ende zu weit vorgelegt. Hier legt er sich dann den Ball zu weit vor und da kann die Nummer 7 der Ramsener klären. Oh, hier ein ziemlich heftiges Einsteigen von Vetterli. Ah ja, das war jetzt doch ein wenig zu viel. Und da gibt es einen Freistoß für die Ramsener logischerweise. Hier, da, eine gefährliche Situation. Doch, der Torwart kann die parieren. Super, herausgelaufen. Hier nochmals, am Rande links, hier sehen Sie, der Torwart stürzt sich da rein. Und im Nachfassen kontrolliert er dann die Kugel. Dann wird hier Schneider geblockt, hier sehen Sie, zack, in den Weg gestellt, ohne Ball, keine Chance auf den Ball, wieder ein Fall für Schmid mit dem linken Fuß, schön in den Strafraum gespielt und dieser Kopfball war zu wenig druckvoll von Vetterli, aber war super gemacht, ja, am Ende kein Problem für den Torwart, aber trotzdem gut gemacht. Dann hier wieder Ramsen, kann den Ball behaupten, dann kommt eine wunderbare Flanke, Torwart greift daneben und da, das war jetzt auch Glück. Hier kann der Ramsener den Ball wunderbar in die Mitte bringen, da hat der Torwart den Ball wohl ein wenig unterschätzt und Geiger kann da retten, dann hier im Gegenzug. Der Ball findet keine Lücke. Dann hier, ja. Hier ein Geiger, der den Ball zentral spielt. Und jetzt geht es zu lange mit dem Abschluss. Und somit ist diese Möglichkeit vertan. Und dann hier, ja, ob jetzt das ein Foul ist, kann ich nicht beurteilen. Dann hier wieder Ramsen. Er wollte den Torwart erwischen, aber der Schuss war dann wohl zu harmlos. Also immer noch 1:0 für den FC Ramsen.
Und hier verliert Mesquiter den Ball und das lässt sich Ramsen nicht zweimal bitten. Und jetzt ist es bereits, ja, hier, da schauen Sie, verliert den Ball und ja, keine Chance für den Torwart. Somit heißt es Stein am Rhein 0, Ramsen 2, das ist jetzt wirklich aus wenig klaren Möglichkeiten das Beste herausgeholt. Schauen wir, ob die Steiner hier reagieren können. Und weiterhin offensiv versuchen, hier ein Tor zu erzielen natürlich. Das muss jetzt das Ziel sein. Ja, hier eine sichere Beute für den Torwart. Dann Ramsen nicht wirklich. Ja, hier war eine Offside-Position. Das gibt es natürlich immer ein Nein und ein Ja. Ja, ich denke, es war Offside. Es war, wenn auch knapp Offside. Schauen wir das nochmal an. Ja doch, der Spieler von Ramsen steht hinter Mesquita Richtung Tor. Das heißt, er ist wirklich im Offside. Ja, doch. Das war eine klare Offside-Position. Ich denke, der Spieler weiß das auch. Warum hat er nicht da reklamiert und nichts. Dann hier reißt Vetterli den Ramsener zurück. Ja, das ist jetzt eine sehr heikle Situation. Er ist der letzte Mann. Was macht der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter verwarnt Vetterli. Dann der Freistoß hier. Eine sichere Beute für den Steiner Torwart. Hier schauen wir nochmals. Ja, in die Mauer und dann sichere Beute für den Torwart. Clever gemacht, die ganze Mauer sprang hoch und dann hier wieder eine Szene, die da keinen weiteren Schaden anrichtet. Dann hier, cool gemacht, aber auch gefährlich. Und hier, wunderbarer Ball auf lange, aber der trifft dann diese Kugel nicht richtig. Da schauen Sie mal, der Vetterli, der bringt den Ball genau auf sein Lauftempo. Genau auf sein Lauftempo. Und ja, das ist zu wenig Schmackes hinter dem Ball. Das war jetzt wohl eine der allerbesten Möglichkeiten für den FC Stein am Rhein. Ja, wenn du so ein Spiel gewinnen willst oder dabei bleiben willst, musst du solche Dinge reinmachen. Aber es hat halt nicht sollen sein. Dann hier. Wunderbar gemacht von Schnawiler. Und jetzt ist der verdiente Anschlusstreffer da. Wunderbar gemacht. Da schauen Sie mal von Stamm. Der Ball ins Zentrum gespielt. Und Schnawiler sehr clever lässt er da den Verteidiger aus. Und dann wählt er die nahe Ecke, ja, die Torwartecke. Es war wohl die schwierigste Möglichkeit, diesen Ball zu versorgen, aber er hat es geschafft. Somit steht es nur noch Stein am Rhein 1, Ramsen 2. Nun, also Stein müsste jetzt gemerkt haben, da liegt was drin. Und hier Vetterli schaltet sich in den Sturm ein, respektive in den Angriff. Bleibt dann aber am Ende hängen. Und das Beste aus dem Angriff ist eine Ecke, die da wieder Schmied zur Mitte bringt. Und hier dann lange, kommt da nicht richtig am Ball. Schauen wir nochmals. Ja, da lange kommt da nicht richtig am Ball, um den Ball in die Mitte zu nehmen. Somit sind wir schon in der zweiten Hälfte. Resultat 1, Steiner Mann 1, Ramsen 2. Jetzt Ramsen von links nach rechts und hier fast der dritte Treffer. Das war jetzt eine heikle Situation, schauen Sie. Ja, hier. Oh ja, das war knapp. Sehr knapp. Ja, das war jetzt haarscharf am Tor vorbei, wie man so schön sagt. Dann hier ein Freistoß für die Steiner und wieder kein Problem für den Torwart. Schauen wir nochmal, Mesquita bringt den Ball hier zum Zentrum. Aber außer dem Torwart ist da niemand. Somit diese Möglichkeit vertan. Dann wieder Ramsen. Hier stoppt Geiger den Gegner.
Hier ein schönes Aufbauspiel. Dann Schnawiler macht ein bisschen zu lange, auch hier verstolpert er dann den Ball, schade. War aber eine schöne Aufbauszene und hier, ja, ein klares Foul von Mesquita. Er schaut da auf den Gegner, schaut dann ran. Und das, ja, hat er Glück, bekommt er da keine gelbe Karte. Dann hier Ramsen und hier dritter Stock, ja, auch nichts Gefährliches. Standards allgemein heute nicht sehr. Oh, hier ja, ein rüdes Foul. Auch hier keine gelbe Karte. Da schauen Sie mal, ohne Chance auf den Ball rammt er da den Schneider weg mit voller Wucht. Ja, das geht ja so auch nicht. Und jetzt, ja, schauen Sie, Schmied. Der ist ein cleveres Füchslein. Den Ball noch ein bisschen nach vorne, noch ein bisschen, nochmals ein bisschen. Dann spaziert er nochmals zum Ball und nochmals ein bisschen. Ja, jetzt müsste aber ein super Freistoß folgen. Schauen wir mal. Hier der Freistoß. Ja, das hat das Bällchen nach vorne schubsen nicht viel gebracht, der Freistoß war schlecht. Aber der Schlaumeier, der schlaue Fuchs, hat da den Ball mehrmals ein bisschen nach vorne getragen. Und hier Ramsen bei einer weiteren Möglichkeit zum 3:1. Hier ein weiter Einwurf. Dann hier, das war wohl auch anders geplant, das war dann ein wenig ein Zufallsprodukt und trotzdem gut gemacht. Ja, wäre wohl der Torwart daran gewesen, dann geht es wieder in die andere Richtung. Und ein super Ball auf Casagrande hier. Und da wird er weggedrängt und bekommt dafür nicht mal eine Ecke. Da schauen wir nochmals in der Zeitlupe, es ist nicht weil der Lichtmast im Weg ist, kann ich nicht hundertprozentig auflösen. Nun weiter geht's. Hier, da schauen Sie, jetzt schauen Sie mal, frech gemacht. Und hier, ist das ein Foul? Ist es kein Foul? Das müssen wir uns nochmals anschauen. Der Ball zurück, keine Gefahr. Müsste den Ball nur wieder nach links spielen oder rechts? Nein, er entscheidet sich für ein Dribbling im Strafraum. Und dann wird der Ramsamer weggestoßen. Ja, das hätte auch ein Penalty geben können. Schauen wir das nochmal an. Hauen Sie auf die Nummer 8 auf Wasen hier und jetzt wird er weggedrückt mit der Hand. Jetzt weiß ich nicht, Wasen ist ja auch nicht ein Schwächling, er ist ja auch gut gebaut, ob er sich da einfach fallen lässt wegen der Berührung, dann wäre es eine Schwalbe gewesen. Aber hier, man sieht genau, den Arm ist am Körper und er stößt den. Ja, doch, die Bewegung ist schon so, dass er den Gegner wegstößt. Aber ich denke, auch hier hat die Nummer 8 von Ramsen etwas dazu beigetragen, dass es spektakulärer aussah, wie es war. Könnte man einen Penalty geben. Und dann hier dieser Schuss von Ramsen. Unerwartet. Da hier. Bums. Und dann übers Tor. Der kam jetzt überraschend, dieser Schuss. Ja, und dann hier wieder Stein am Rhein. Lange. Oh, das hätte ein tolles Eigentor gegeben. Da schauen wir nochmal. Hier Lange, super Ball in die Mitte. Und die Nummer 6 da erwischt hier fast seinen Torwart, der das Ding hervorragend pariert. Ja, das wäre ein toller Treffer gewesen. Von Ramsen für Stein. Aber leider hat es nicht sollen sein. Dann hier wieder. Und dann hier wird Giesler umgesägt. Ja, auch hier wieder die Frage der gelben Karte. Dann hier übernimmt V und zieht den Ball dann übers Tor.
Schauen wir nochmals. Ja, klar darüber. Neben der Offensive muss man natürlich auch defensiv sehr vorsichtig stehen. Nicht, dass da plötzlich ein weiteres Tor erzielt wird. Dann hier, ja, nichts passiert. Dann hier wieder ein weiter Einwurf. Ist aber dann für den Torwart kein Problem. Dann nächster Freistoß für Ramsen. Direkt aufs Tor, auch hier. Ungefährlich. Hier ein Kabinettstückchen von Pfau. Und dann hier mit vereinten Kräften will man Ramsen stoppen, doch sie kommen dann trotzdem zum Abschluss. Hier nochmals Pfau. Der macht das ganz clever. Ja, super gemacht. Ja. Leider blieb dann der Ball bei den Gästen. Hier eine Trinkpause vom Schiedsrichter angeordnet. Das ist ja mittlerweile üblich, wenn es sehr warm ist. Und heute ist sicher nicht kühl. Dann hier haben wir noch ein kleines Kabinettstückchen des Torwarts. Hier schauen Sie mal. Nach der Trinkpause, bis es weitergeht. Hier ein bisschen Spielereien mit vorwärts, rückwärts. Da schauen wir nochmals. Ah, gelingt es ihm? Ja, es gelingt ihm. Dann hier. Tack. Und nochmals zurück. Tack, 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 tack. Ha. Ein kleiner Spaß als Einlage hier. Bevor es nach der Trinkpause dann weitergeht. So, jetzt sind wir soweit. Hier Freistoß Vetterli. Hervorragend gespielt. Dann hier. Pfau findet keine Anspielstation, bekommt den Ball nochmal zurück und kann dann mit seinem starken linken Fuß aufs Tor ziehen, aber der verzieht ihn dann komplett. Hier schauen Sie nochmals, er sagt, ja, wem soll ich spielen? Dann spielt er die 17 an als seinen Ballzurückgeber, Doppelpasszurückgeber und verzieht dann die Kugel. Dann wieder Ramsen im Gegenzug, hier von Geiger gestoppt. Und dann hier, schauen Sie, wieder genau am Trikot gerissen. Schauen wir uns das nochmals an. Ja, hier wird Geiger dann am Trikot gerissen. Das ist natürlich ein Foul. Dann hier ein Freistoß. Schön ins Zentrum gezogen, da kommt Vetterli nicht richtig an den Ball. Und somit ist diese Möglichkeit weg. Dann hier wieder ein weiter Ball, diesmal von Geiger auf Meier. Ja, die fordern da einen Penalty. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, da liegt ihr alle falsch, denn hier stolpert Meier über seine eigenen Beine. Mit Sicherheit kein Penalty. Oder mindestens viel zu wenig für einen. Da hätte es klarere gegeben. Und dann hier. Super Schuss, gut versucht von Pfau. Ja, hier, ja, ein bisschen zu zentral, sonst wäre dieser Ball sicher ganz gefährlich geworden. Ja. Dann geht's weiter. Wieder Ramsen in die andere Richtung. Hier, meiner Meinung nach, ein Foul an Vetterli. Dann hier, ja, theatralisches Hinfallen. Schauen wir uns das nochmal an. Hier mal sicher wird Vetterli weggerammt. Wäre nach meiner Meinung ein Foul gewesen. Hier alles korrekt. Ein bisschen Gerangel. Und jetzt. Ja, keine Ahnung, was er da vorhat. Für mich nirgends wirklich eine Berührung. Eine Schwalbe. Profess, ja, vielleicht hier von Mesquita. Aber dann natürlich das Abheben vor dem Torwart war dann schon ein bisschen schaureif. Hier schauen wir es uns nochmal an. Ja, hier vielleicht. Schauen wir, wenn es vorwärts läuft. Könnte sein, dass Mesquita ihn am Fuß erwischt.
auf jeden Fall so oder so viel zu spät das Abheben. Und der Torwart versteht die Welt nicht mehr. Er schaut ihn nur an. Also, nichts gegeben. Hier dann doch ein anderes Foul. Hier nochmals ein Foul. Quasi die Kompensation. Und hier schauen wir nochmals. Also hier Vetterli legt sich dann den Ball zu weit vor. Hier. Und jetzt rutscht er da auf die Füße. Und dann hier Casagrande am Ball. Und jetzt bekommt er das ab. Strampt ihm oder schlägt ihm voll auf den Fuß. Das war mit Sicherheit nicht der Ball. Hier, ja, Frage mal. Laut geschreit, ist halb geschrien, ist halb gewonnen. Hier tritt der Ramsamer. Klar, Casagrande auf den Fuß. Also Vetterli ist Foul nicht gepfiffen, das Foul an Casagrande auch nicht gepfiffen. Somit Gleichstand. Dann hier wieder der Torwart versucht immer mitzuspielen und dann der Weitschuss. Hier nochmals. Er macht das gut, aufmerksam, aber ein bisschen zu wenig weg. Und hier dann der Schuss aufs Tor. Dann hier weiter Abschlag. Gut. Ja, hier, V hat den Ball eigentlich gut behauptet, aber dann passiert nichts weiter draus. Dann hier einen Einwurf mit einem Kopfball, die halbe Abwehr ausgespielt. Dann verliert Mesquita den Ball und hier die 12 schnell scheitert dann am aufmerksamen Torhüter, der das super macht. Hier schauen wir nochmals. Jetzt geht er auf ihn zu und verkürzt ihm den Winkel. Da nochmals, das war wirklich eine tolle Tat des Steiner Torhüters, der da super gehalten hat. Dann ein weiter Ball auf Vetterli, der hier da, der wird eingehängt wieder von der Nummer 10, jetzt noch nicht und jetzt wird ihm eingehängt, schauen Sie, er kann sich kaum drehen, da, und dann lässt er los und dann fällt natürlich Vetterli. Ja, die Frage ist, wo der Schiedsrichter steht, aber ja, hier, jetzt hängt er ihm ein, dem Vetterli, der kommt da nicht, kaum um die eigene Achse kann er sich drehen. Und danach wird halt losgelassen und der Schiedsrichter sieht das nicht. Hat natürlich auch keine Wiederholung. Hier super, Freistoß. Schauen Sie da, super Freistoß von Schneider auf Meier. Der da mit dem Kopf daneben trifft. Dann hier nochmals Schneider, nochmals mit einer Ecke. Und hier, alle vorbei und dann, ja. Dann hier nochmal in der Zeitlupe, ja. Guter Versuch, aber halt nicht ganz einfach. Und so ist das Spiel zu Ende. Es endet zum Vorteil von Ramsen. Ramsen gewinnt dieses Spiel mit 1:2. Herzliche Gratulation. Es war doch über lange Strecken ausgeglichen. Die Steiner 11 machte einen sehr guten Eindruck, auch sehr gute Fortschritte gegenüber anderen Spielen. Ja, ich denke, auf diesem Niveau kann man aufbauen. Und mal sehen, was dann das nächste Heimspiel allenfalls bringt. Immerhin konnte man dagegen halten, hatte gute Möglichkeiten. Hat Spaß gemacht zuzusehen. Ja, das Fazit aus diesem Spiel, gut dagegen gehalten, vorne Möglichkeiten vergeben, klare Möglichkeiten zum Teil vergeben,
Es hatte nicht viele gegeben, solche Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ein gutes Spiel, auch für uns Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Zuschauen von Ihnen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Yeah.